Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Angetestet-Video hier auf Sozi Spielwiese. Wir haben ja schon lange Zeit kein Angetestet mehr gemacht, es wird mal wieder Zeit und ich habe mir einen Titel ausgesucht, den wahrscheinlich sonst niemand kennt, aber er ist momentan im Early Access, also ganz frisch in den Early Access gekommen, ich glaube 23. Januar war das Datum. Es ist ein Science-Fiction-Weltraum-Handels- Minecraft-Mix, Sandbox-Mix. Also, viele sagen, es ist, die Leute, die es kennen, was ich so gelesen habe, sagen, es ist sehr an das X-Universum angelehnt. Das ist natürlich super. Ich habe nämlich hier im Regal alle X-Spiele stehen, habe allerdings immer nur gekauft und selten gespielt. Aber ich finde es generell geil, muss ich sagen. Bisschen Elite Dangerous dabei, bisschen Elite dabei. Ein bisschen Minecraft oder ja, so Sandbox-Crafting abbauen, Ressourcen abbauen und so. Hat ja mittlerweile fast jedes Spiel. Eine Besonderheit, die ich hier drin sehe, ist, dass man sein Raumschiff selbst bauen kann. Man sieht ja hier schon eine seltsame Kreation. Ich kann mal mit F5 zeigen, was, ja, nee, also was es hier so alles gibt. Okay, jetzt gibt's nichts mehr. Doch da. Ja, also irgendwie kann man da die skurrilsten Sachen bauen, ob das alles so Sinn macht oder nicht. Sei mal dahingestellt, das Spiel ist komplett prozedural generiert, das heißt alles so mehr oder weniger zufallsmäßig. Kann gut sein, kann aber auch ein bisschen öd sein auf Dauer. Das muss man sich mal anschauen. Auch guck mal hier. Das Besondere ist auch, dass das zwei Indie-Entwickler sind, die das Spiel machen, und die beiden sind aus Deutschland, besser gesagt aus Erlangen. Erlangen habe ich auch mal gewohnt, also Nachbarschaft hier in Nürnberg und so. Finde ich ganz toll. Wer das von den beiden hier hören sollte, das sehen sollte, liebe Grüße aus Nürnberg. Ja, ansonsten, wenn Sie das Spiel ist auf Deutsch, hat auch was damit zu tun, dass die Entwickler wahrscheinlich aus diesen Landen stammen. Das kann ja mal nicht schaden, gerade so für den Anfang, wenn man keine Ahnung hat. Ja. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Mehr Spieler gibt es auch. Wir machen allerdings Einzelspieler. Ich habe mal kurz gestern angetestet, also das Tutorial mehr oder weniger durchgemacht. Aber ich denke, das werden wir jetzt nicht machen. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es auslassen kann. Einige Sachen habe ich auch nicht ganz kapiert, zum Beispiel wie man in dem Spiel oder wie man sein Schiff mit Energie ausstattet, also wie man das erhöht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So. Also, man beginnt das Spiel mit diesem kleinen Teil hier. Das ist so ein Minenabbauschiff. Und das erste, was man machen müsste, ist eigentlich ein Raumschiff bauen. Aber das geht nicht so einfach, denn wir haben noch überhaupt keine Ressourcen. Wir haben zwar Geld, nämlich 10.000 Credits, man sieht es oben links, aber überhaupt kein Eisen, kein Titan, gar nichts. Und wir müssen also erstmal abbauen, damit geht's los. Ihr seht, das ist so hier der erste Sektor. Die Welt ist ziemlich groß, also die Spielwelt, also das Universum, die Galaxis, die Galaxie. Und ja, wir finden uns hier und können dann so in einer bestimmten Reichweite uns weiter bewegen. Also ich glaube, bis man das hier komplett durch hat, da vergehen schon ein paar Wochen oder Monate oder was auch immer. Oben links, mit gedrückter linker Shift-Taste beispielsweise, kann man hier oben das Menü benutzen. Da kann man das Tutorial einblenden. Übrigens gibt es hier einen Punkt, der heißt Energiesystem. Das kann man sich nochmal anschauen. Nee? Ja, okay. Baumodus kann ich mal kurz zeigen. Achso, ich muss erst ein Schiff gründen, okay. Ein E-Mail-System gibt es, warum auch immer. Wahrscheinlich für Multiplayer. Galaxiekarte waren wir gerade. Schiffsmenü. Ja, das ist jetzt momentan nur die Drohne. Ja. Spielermenü. Das ist, glaube ich, meine Beziehung zu den Wilxo-Planeten. Keine Mission im Moment. Man kann so kleine Questen machen und so. Ja. Ich kann, wie gesagt, nicht so sehr mit X referenzieren. Ich habe tatsächlich nur den ersten Mal Ausgiebiger gespielt. Und der ist ja schon, keine Ahnung, 15 Jahre her. Deswegen, ich kann jetzt nicht genau sagen, was aus X hier mit drin ist, was nicht.
Oder aus anderen Spielen ist es ein bisschen schwierig, aber generell muss ich sagen, so Space Simulatoren mag ich schon ganz gern. Mit der mittleren Maustaste kann man Sachen in den Fokus nehmen, so wie jetzt, und unten rechts sieht man dann, wir haben hier ein Ressourcendepot. Ressourcendepots sind hier in dem Spiel scheinbar ganz wichtig, denn mit Ressourcendepots kann man seine Ressourcen verkaufen und neue Credits sich quasi erwirtschaften. Und wenn ihr jetzt mal so guckt, es gibt hier jede Menge Asteroiden, aber die Asteroiden, die wirklich interessant sind, mal Turbo an, sind die, die so durchzogen sind von so goldenen oder silbernen Adern. Das ist nämlich dann Eisen. Und jetzt bauen wir halt einfach mal ab, ne, wie man es in so einem Crafting-Game macht. Ressourcen sammeln, ganz wichtig. Also ich sag mal gleich vorweg, nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Ich habe mir so ein paar andere Videos angeschaut und auch die Reviews in Steam gelesen. In Steam ist das Spiel ja wunderbar weggekommen, mit über 90% bei über 200 Bewertungen. Und einige sagen ja dann, ja, grafisch, das wäre der Hammer und so, wie das alles aussieht. Ich sag ganz ehrlich, und da stehe ich dazu, ich finde es grafisch eher rudimentär. Also, es haut mich nicht um, sagen wir mal so. Es ist zwar schön, dass es alles hier so weitläufig ist, aber so, hab schon atmosphärisches gesehen. Also mit Elite Dangerous und so ist das hier nicht zu vergleichen. Und Elite habe ich tatsächlich ein bisschen länger gespielt, also das ist dann schon noch eine andere Kategorie. Und auch so in Sachen Benutzerführung, also UI, meine UI ist jetzt nicht gerade. Also auch da, Elite Dangerous zum Beispiel hat eine so perfekt durchgestylte UI, wie es nur geht. Das hier ist schon ein bisschen sehr rudimentär alles. Auch so die Steuerung. Naja, also ich denke, das Spiel hat Tiefe, wobei ich das noch gar nicht so beurteilen kann im Moment. Was es aber noch nicht hat, ist Feinschliff. Sag ich jetzt mal. Wenn man jetzt hier abbaut, dann sieht man, dass hier so kleine Blöcke wegfliegen. Also nicht die, die hier kaputt gehen, sondern der jetzt gerade zum Beispiel. Ne? Also sobald ich so einen Block zerstört habe, ist sozusagen das Eisen freigelegt. Und das freigelegte Eisen, das fliegt mir dann entgegen. Und es wird dann eingesammelt. Man sieht, ich habe mittlerweile schon 776. Was jetzt aber nicht so viel ist. Könnte mehr sein. Man kann hier wohl eigene Stationen bauen, also ähnlich wie in X. Man kann hier wohl mehrere Schiffe besitzen und die dann mit KI steuern lassen. Eine Art Flotte zusammenstellen. Habe ich natürlich alles noch nicht gemacht, ist klar. Was ist denn da los? Was war jetzt das gerade? Manchmal wird der Sektor hier von Piraten überfallen. Wir bauen jetzt noch den Asteroiden hier ab und dann schauen wir mal weiter, wie es aussieht mit Schiffsbau. Nochmal zur Benutzerführung und so weiter. Ich meine, es ist ja auch klar, wir sind ja hier im Early Access und das Spiel ist ja erst ganz frisch in Early Access gekommen. Und bei der Anzahl der Entwickler und so ist klar, dass es noch wahrscheinlich ein bisschen länger in Entwicklung sein wird. Ich weiß es allerdings gar nicht, wann geplant ist, da der Release, den Release zu machen. Ich denke, dass da noch ein bisschen dran gearbeitet wird. So, jetzt haben wir 1600. Dann fangen wir jetzt an mit dem Baumodus. Achso, jetzt, wie gründe ich denn hier ein Schiff? Das ist eine gute Frage. Gründe zuerst ein Schiff. Im Schiffsmenü wahrscheinlich. Nee. Ja, Sabalot, wie gründe ich denn hier ein Schiff? Spielermenü? Grube zahlen? Ne, die kriegen von mir nix. Musik ist schön. Ich mag ja diese sphärische Musik, die fand ich an X auch immer ganz toll. Ne, Fehler melden. Ne. Genau, wie gründe ich denn hier ein Schiff? Schiffsmenü. Bestimmt irgendein Shortcut. Belegung. Schiff betreten. Baumodus.
Wie habe ich denn das denn im Tutorial gemacht? Das habe ich irgendwie verdrängt. Ja, dann, ich habe doch die Befürchtung, dass wir dann doch das Tutorial noch machen müssen. Steuerung, Bergbau. Bauen. Ah. Siehst du schon, der erste Punkt? Wir haben es doch. Schiffgürtel kostet 500. Ach ja, wie nehmen wir es denn? Nehmen wir das Schiff, so aus die Spielwiese. Ja, und das Schiff, also das ist halt, wie soll ich sagen, erstmal ein bisschen befremdlich. Es ist halt erstmal nur ein Klotz. Ja. Klotz. So. Dann nehmen wir B und quasi das hier ist dann vorne. Oder? Ja, ja. So in die Richtung fliegt das Viech dann eigentlich. Was ist denn das da hinten? Ja, das Schiffsdesign kann man da wohl auch speichern. So, jetzt hier haben wir links so eine Art Tools-Menü. Hier unten ist das, was wir anbauen können. Unterteilt in verschiedene Kategorien. Also Titan habe ich schon mal gesehen. Eisen ist allerdings das, was man hier... Ja. Ja, hier rechts hat man die Schiffseigenschaften. Also je nachdem, was ich jetzt anbaue, verändern sich die Eigenschaften. Und ja. Also die Größe des Blocks verändern. Wie geht denn das? Halte A. Ah. Das habe ich gestern nämlich nicht gemacht. Das ist ja interessant. Cool, also. Auch da muss ich jetzt leider gleich was dazu sagen. Ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, aber. Ich hätte den Baumodus nicht gebraucht, sage ich ganz ehrlich. Erstens mal, weil ich nicht so wahnsinnig kreativ bin. Zweitens kommt da nur was Hässliches bei rum. Ich habe gesehen, dass es hier auch eine Schiffswerft gibt. So, was war jetzt? WASD und Mausrad drehen. So, nicht Mausrad drehen. So. Ja. Ah ja, dann kann ich jetzt kleine Triebwerke hier dran machen. Okay. Man sollte das Schiff nicht zu groß machen. Das dran. Zack. Zack. Ja. Man sollte es nicht zu groß machen, sonst wird es auch ein bisschen schwierig mit dem Bauen. Eisensteinecke. Also ich habe, was das da ist, weiß ich leider auch nicht. Diese vorgefertigte Form oder sowas. Tatsächlich, das ist eine vorgefertigte Form, die kann ich mal gleich dran klatschen, aber in dem Fall leider nicht. Boah. Okay. Das sieht ja eigentlich ganz vernünftig aus. Cookie da. Das schau mal. So. Ja. Toll. So, das möchte ich wieder weghaben. Nein, jetzt weghaben, habe ich gesagt. Weg. So, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Jetzt weiß ich nur nicht, was es dafür, was da für Bauteile verbaut sind. So, oder? Schiff ist beschädigt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Wieso ist das beschädigt? Wieso ist mein Schiff beschädigt? Was habe ich denn getan? Na gut, wir brauchen ein Triebwerk. Also bauen wir mal hinten so ein richtig fettes Triebwerk dran. Das
Sollte aber möglichst so hoch sein. So. Und möglichst genauso breit sein. Gut. Naja, aber wie soll ich sagen? Das ist jetzt natürlich schon alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig und so genau brauche ich es nicht. Also ich muss jetzt nicht mein Schiff so en Detail bauen. So, haben wir ein riesen Triebwerk hinten. Optimal. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Quartiere. Ohne Quartiere geht hier nichts. Das gibt gleich 12 Quartiere, aber das Ding ist ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Es gibt dann 3. Ja, wer hier so kreativ ist, ne, der findet hier sein, selbstverständlich sein Eldorado. Da will ich auch nichts dagegen sagen. Also, kann schon cool sein. So, dann Korrekturdüsen. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie ich die jetzt brauche oder was. Aber ich denke mal, Korrekturdüsen kann ja, so eine Korrekturdüse kann ja nicht schaden. Die ganze Breite. Na. Aber nicht so genau. Eher so schmal. Aber dafür wäre die ganze Breite, hätte ich jetzt gesagt. So. Was sagt ihr? Korrekturdüse da. 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 Mensch, bin ich kreativ. Da. 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 Vielleicht noch, ich weiß nicht, machen wir hinten eine. Aus dem Baumodus raus. Ich kann jetzt auf die Drohne zurückwechseln. Okay. Also, irgendwie. T. Ja, prima. Jetzt bin ich wieder in der Drohne. Jetzt möchte ich gerne. Ich schaue gerne wieder zurück über das Schiff. Ich möchte zurück ins Schiff. Betreten. Ah ja, okay. Also, das muss ich sagen, gefällt mir hier überhaupt noch nicht so. Das ist ein bisschen komisch jetzt hier mit der Steuerung. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mit den Düsen zusammenhängt. Vielleicht haue ich auch noch mal ein paar Düsen unten dran. Keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus. Aber vielleicht ist das gar nicht so unnütz. Aber ressourcenmäßig sieht es jetzt gar nicht mehr so gut aus. Gucken. Ja. Nee, das soll breit sein. Das soll schmal sein. So. Ja, so war das doch gedacht, ne? Ja. Das wirklich so gut tut, ich weiß es nicht. Gehen wir mal raus. Ach du Kacke. Ich weiß nicht, also das Schiff lässt sich ein bisschen komisch steuern. Und es blinkt wie verrückt. Okay. Naja. Das ist meine Spitzengeschwindigkeit hier. Keine Ahnung. Oh, kein Eisen mehr. So, was man auf jeden Fall machen muss, sonst ist das Schiff auch fast nahezu nutzlos. Wir müssen hier was anbringen. Und zwar habe ich festgestellt, man kann entweder 2 Maschinengewehre und einen Bergbaugeschützturm
oder zwei Bergbauschichten und ein Angriffsteil und zwei Bergbauteile oder zweimal zum Angreifen und einmal Bergbau, da mir der Bergbau viel wichtiger ist als zu kämpfen, im Moment zumindest, setze ich die mal hier vorne hin. Wobei ich sagen muss, ich habe keine Ahnung, warum er das nicht zulässt, dass ich da mehr als drei baue. Komische Sache. So. Gehen wir raus aus dem Baumodus. Jetzt müssen wir mal eine Kuh anheuern oder weiteres Eisen abbauen. Also ich weiß nicht, das Schiff hier, das ist... Lässt sich nicht schön steuern. Ja, ich sehe hier weder Eisen noch sonst irgendwas von... Was ist das da? Ein Asteroid. Ein Asteroid mit weißen oder silbernen Fäden. Das ist Titan, das steht ja auch hier dabei. Und Titan ist deutlich wertvoller als Eisen. Man kann damit nämlich Dinge bauen. Ich kann nichts bauen. Achso, Moment mal, wartet mal. Mein Problem ist, ich habe keine Crew. Und ich glaube, ohne Crew kann ich hier gar nichts bedienen in dem Raumschiff. Das wäre natürlich schlecht. So, wie kommen wir an eine Crew? Ich glaube... Oh, 47. Alles weit weg. Schon weit weg. Wie sieht es denn aus mit dem Ding? Das ist doch besser. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? So, man kann hier interagieren, allerdings... ...nur kaufen und so weiter, wenn man angedockt hat. Was ja hier noch nicht passiert ist. Ich finde mein Raumschiff ein bisschen lahmarschig. Ich noch mal so ein bisschen gut, das ist wirklich lahm. Da muss ich noch ein bisschen Schub dazu geben. Schubdüsen, also nicht diese Korrekturdüsen, sondern hinten das große gelbe. Turbo macht das hier Spaß, ansonsten kommt das Ding nicht vom Fleck. Hat auch was mit der Masse zu tun, ne? Umso größer das Schiff, umso schwieriger zu bewegen. So, gleich können wir andocken. Jetzt Crew anheuern. Hat du angedockt, oder? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, was wir brauchen. Nehmen wir jetzt mal 8. Ne, noch nicht angedockt. Oh ne. Das ist schlecht. Das kostet. Reparieren kostet richtig Kohle. Ja, was mache ich jetzt? Hallo? Jetzt kann ich docken, okay. Gut, jetzt habe ich die angeheuert. Und wenn man jetzt ins Schiffsmenü schaut, in Crew, dann sieht man, ich würde mal gerne hier was sehen. Können wir vielleicht dieses also irgendwie hat das jetzt schon automatisch zugewiesen. Ich dachte, das geht erst mit dem hier. Aber man sieht, hier fehlt noch ein bisschen was. Also hier fehlt mindestens noch einer. Und wenn ich ein bisschen mehr Arbeitskräfte hinzunehme, dann kriege ich da auch mehr als 100% hin. Ich
denke, ich werde nochmal so fünf. So fünf werde ich mir noch genehmigen. Du brauchst mehr Unteroffiziere. Ich brauche mehr Unteroffiziere. Ah. Dann kann ich hier mehr zuweisen. Wird aber nicht effizienter dadurch. Ah, aber hier. Schaut mal. Ingenieure. Jetzt 130. Das bringt was. Habe ich 130. Aber ansonsten, okay. Na gut. Einer bleibt übrig. Ja, mein Gott. So. Da ist der Titanblock. Ich glaube, ich bin jetzt auch schneller unterwegs, meine ich. Oh nein, nein. Also ich sag's nochmal, hier gegen einen Gegenstand zu knallen, kostet richtig Kohle. Viel Eisen, viel Credits zum Reparieren und ich muss sie auch reparieren. Hier. Da ballert jetzt glaube ich alles mit, ne? Auch die normale Waffe. Fast 500 Titan. Nur bringt uns das Titan jetzt natürlich im Moment gar nichts. Zum Reparieren zumindest gar nicht. Denn dafür brauchen wir Eisen. So rolle ich mich. So, jetzt rolle ich mal weg. Sonst gehen wir wieder gleich. Seht doch, die Schadenswerte an dem Eisenteil sind teilweise höher. Oder liegt es an der Stelle, an der ich da arbeite? Aber immer wenn ich die 100er gehabt, sondern nur die 60er Werte, meine ich. Wo ich mir jetzt auch nicht ganz sicher bin, ist, ob es mit der Drohne nicht schneller geht, weil die ja 200er Werte hat, genau, zum Abbauen. Aber ich weiß nicht, ob der so schnell draufballert. Das Na komm. Schon witzig, wie jetzt hier so ein Asteroid so in einzelne Polygone zerlegt wird. Das wirkt ja doch ein bisschen unrealistisch. Das wollte ich jetzt schon sagen, unseriös. So. 1000. Das reparieren wir. Oder wir haben es zumindest. Hat funktioniert. Okay.
Was ist denn eigentlich, was ist denn bei dem nicht so toll? Der Bremsschub ist nicht so toll. Der Bremsschub ist nicht so toll, das heißt, ich müsste noch, also Schub, oder wie? Ja, der Bremsschub besser. So einen großen Korrekturblock hier unten dran knalle. Korrekturdüsenblock. So. Nicht genug von was? Ja, jetzt ist Bremsschub auch in Ordnung. Gut. Was fehlt denn eigentlich noch bei meinem wunderbaren Schiff? Panzerung gibt es noch, Quartiere haben wir genug. Eisen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Triebwerk einbauen. Da kann man schon futuristisches Zeug bauen, ne? Also ich meine, was ist futuristisch? Eher so abartig, aber natürlich auch noch so eine Soundbar hier links dran knallen. Ja. Da Piraten. Piraten sind da. Diese roten Dinger, das sind Piraten, die greifen einfach irgendwas an. Ja, man hat schon spannendere Tätigkeiten gemacht, das steht auch fest. So, was man noch machen kann, man kann hier zum Beispiel diese Schiffswerft anfliegen. Und die Schiffswerft hat quasi schon vorgefertigte Modelle. Da kann man sich ein Schiff aussuchen, da muss man gar nicht hier selber rumfummeln scheinbar. Ich finde hier immer noch, dass ich ein bisschen langsam bin. Muss anders werden. Triebwerk.
Das gibt ganz schön was an Masse. Repariere es zuerst, okay. So. Das ist die Hammerhead-Klasse oder sowas. Jetzt ist natürlich der Schub wieder scheiße. Wieso ist die Höchstgeschwindigkeit schlecht? Hä? Die Höchstgeschwindigkeit müsste doch super sein. Verstehe jetzt nicht. Nicht mit dem Schub zufrieden, das gefällt mir auch nicht. Also nicht genug Eisen. Naja, okay. Weiter geht's. Das Ding geht ab, oder? Es fliegt mit der Power von Castle Grayskull durch die Gegend. Was ist jetzt los? Ein System verbraucht alle Energie, ein Schiff verbraucht mehr Energie als es produziert. Das ist natürlich schlecht. Da müssten wir vielleicht mal gucken, was das. Ja, das Tutorial sagt. Energiesystem. Ach Mensch. Ja. So, das ist die Energie deines Hyperraumantriebs. Okay. Manche Blöcke erzeugen Energie, während Energiewaffenschilde und ähnliches Energie verbrauchen. Okay, manche Blöcke erzeugen Energie. Was ist denn? Erzeugt Energie 0,5 Gigawatt. So, welche Blöcke erzeugen Energie? Ein Geschützturmfixierer. Aha. Ein Solarpanel. Ah, ein Solarpanel. Da, schau her. Ja, das macht Sinn. Das ist natürlich super. Ein Solarpanel. Okay, aber Solarpanel hin oder her. Ich habe auch keine Kohle. Und auch kein Eisen. Da hilft mir das Solarpanel auch nichts. Ich habe nicht mal mehr genug Energie für den Boost. Nicht dagegen fliegen, nicht dagegen fliegen. Nein! Was manche Gegenstände? Was für Gegenstände? Was ist denn da fortgeflogen? Was ist denn das? Was bist du? Man weiß es nicht.
Nicht genug Mechaniker und nicht genug Ingenieure, okay. Ja, umso größer das Schiff, umso mehr Folgekosten. Ja, das ist wie beim Auto. Was ich auf jeden Fall machen kann, man kann mit anderen interagieren, zum Beispiel fliegt da hinten irgendein Raumschiff, ein Güterschiff, dann kannst du sagen, hier gibt es was Interessantes. Ja. So, und was man auch machen kann, es gibt hier wohl Ausrüstungsgegenstände, die sind, wie soll ich sagen, von der Qualität her unterschiedlich, das ist so typisch MMO, so farblich gekennzeichnet, was irgendwie selten und rar ist und was halt besonders gut ist, und das kann man dann irgendwie ins Schiff einbauen. Nicht ganz nette Idee, ist jetzt allerdings auch nichts, wo du sagst, boah, da habt ihr jetzt gerade neu erfunden. So, okay. Jetzt können wir mal reparieren können. Hat geklappt, aber ich habe ja so gut wie keine Kohle mehr. Muss verkaufen. Was ist das für ein Gebäude hier? Ausrüstungsdock. Was war das? Ich war das nicht. Das bin ich. Das bin ich, ja. Scheiße. Wieder was weggeflogen, wenn ich nicht weiß, was es ist. Keine Ahnung. So, ich würde jetzt gerne dieses Dock hier anfliegen. Was muss ich dafür tun? So. Jetzt. Crew anheuern. Boah, wie viel brauchen wir denn? Ich kann aber auch keine Crew anheuern. Ich habe sogar keine Kohle. Güter verkaufen. Auch nicht schlecht. Habe ich auch nichts. Ja, was will ich denn überhaupt hier, wenn ich keine Kohle habe und nichts verkaufen kann? Kann ich mich auch gleich wieder verpissen. So. Naja, jetzt könnte ich natürlich wieder anfangen abzumeinen und wieder zu verkaufen. Keine Ahnung. Muss jetzt im Rahmen dieses angetesteten Videos nicht sein, was wir mal machen können. Wir können mal woanders hinfliegen. Alles, was hier im blauen Bereich ist, da kann ich hinfliegen, soll ich Koordinaten eingeben. Und dann berechnet er das. Wobei ich jetzt denke, aufgrund der Situation mit meiner Energie, kann ich da vielleicht hinfliegen, aber ich denke, ich komme nicht mehr zurück oder nicht mehr so schnell zurück. Da, jetzt sind wir da. Auch das war sehr unspektakulär jetzt gerade, also nichts Tolles. Und ja, auch die Gegend hier ist nett, aber weit entfernt von atemberaubend, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gut. Ansonsten, man kann in dem Spiel sicherlich noch viel machen. Und ich bin mir auch sicher, dass es hier die unendlichen Weiten des Weltalls sehr gut bedient. Die Frage ist nur, würde ich das jetzt hier weiterspielen?
Und da muss ich sagen, vielleicht, aber mit einem echt großen Fragezeichen. Denn ich finde das Spiel, da fehlt ganz schön Feinschliff. So in allen Belangen, die man sich vorstellen kann. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu grob schlechtig, aber ich finde sowohl die gesamte Benutzerführung des Spiels hier als auch die Steuerung des Schiffes nicht besonders gelungen. Ich weiß nicht. Nicht so meins. Und auch das Bauen des Schiffes, so löblich der Ansatz ja ist, ist schon ganz schön fummelig. Also da gibt's bestimmt komfortable Methoden, irgendwie Blöcke anzubringen oder zu vergrößern, zu verkleinern, als hier mit WASD zu arbeiten beispielsweise. Aber ich meine, hier gibt es ja auch irgendwelche Skaliergeschichten oder so, keine Ahnung. Vielleicht habe ich die ganze Größe dieses Spiels noch nicht ganz gecheckt. Aber der Ansatz ist gut, finde ich. Und ich bin ja auch so einer, der handelt dann gern und so. Und was X angeht, da sieht es ja momentan echt ein bisschen schwierig aus, obwohl ja irgendwie so ein X4 jetzt angekündigt worden ist. Von dem aber niemand weiß, ob das vielleicht genauso ein Flop wird wie Rebirth, man weiß es nicht. Und deswegen kann es nicht schaden, so ein Spiel zu haben, das so in den Fußstapfen tritt, aber ob es das hier ist, ich weiß es nicht. Da würde ich echt abwarten, bis da so ein paar Patches noch rausgekommen sind und vor allem vielleicht auch, wenn das Spiel aus dem Early Access raus ist. Da kann man sicherlich ein finales Urteil bilden. Ansätze sind ganz gut. Wobei ich jetzt den Schiffsbaupart nicht gebraucht hätte. Ja, und die Tiefe des Spiels, die es momentan gibt, kann ich nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Also, kann gut sein, dass da jetzt noch 1 Million Sachen zu tun sind. Aber die Frage ist, wenn es so wäre, wie komplex und tiefgründig ist das? Also ich habe gesehen, es gibt hier Questen, da muss man halt, was weiß ich, Erze von A nach B bringen. Ja, nichts Tolles jetzt im Endeffekt. Na gut, ich denke, das ist mal für den ersten Blick oder Einblick okay. Ich finde es so faszinierend hier, wie diese Steuerungsdüsen in alle Richtungen blinken. Toll, ne? Das Schiff hat ja irgendwas hier. Ich weiß zwar nicht was. Sieht eher aus wie so ein gestrandeter Wal oder sowas. Aber ja, ist ganz nett. Man kann ja auch hier so Ziersachen draufpacken. Na gut, ich kann nichts mehr draufpacken. Pech gehabt. Ich bin zu forsch gegen verschiedene Sachen gefahren. Versicherung könnte man abschließen, was ich nicht getan habe. Berechtigung. Was immer das wieder heißt. Ach, die Drohne, ja. In der Drohne, da ist es lustig. In diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, bedanke ich mich für eure Zeit und hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu negativ, aber ich kann jetzt auch nicht hier anfangen, in hellsten oder höchsten Tönen zu schwärmen, wenn man halt einfach sieht, dass da noch einiges zu tun ist. Macht's gut und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.